gleich losfahren. Die anderen werden zuerst mit mir und Manuel gemeinsam losfahren und wir werden uns dann oben auf dem Pass aufteilen, so dass wir heute die drei Gruppen haben. Also Manuel wird dann oben sehr zügig mal mit der ersten Hälfte weiterfahren und die anderen werden dann. Bye bye Altdorf. Gut, die Hälfte habe ich vom Klausenpass. Ich habe heute die Züge ein bisschen losgelassen, fahre allein. Schnellste Gruppe ist ca. 2 Kilometer hinter mir. Ja, mal gucken, was der Körper so drauf hat. Bisschen nachdenken, Landschaft genießen, im eigenen Trott versinken. Tut sehr gut. Klausenpass voraus, ich atme schwer und das davon ist Thomas, unser Bergchamp. Mal schauen, ob ich ihn noch kurz kriege. Thomas, bevor du die Bergwertung hast heute, vielen, vielen Dank fürs Pushen. Kein Thema. Der Meister. Ich lasse jetzt ein bisschen abfallen, bin im roten Bereich und beobachte ihn bis oben. Ciao. Klausenpass nach dem Frühstück. Woo! So, liebe Leute, heute Platz 2 für mich beim ersten Berg, aber ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden. Bin auch zufrieden und dankbar für die Menschen, die mich in den letzten Jahren ermutigt haben, einfach ein bisschen mehr meinen Weg zu gehen, ein bisschen weniger auf Konventionen zu achten, ein bisschen weniger links und rechts zu schauen. Ja, das war mit einer ganz besonderen Person in den letzten 5,5 Jahren der Fall. Und dafür bin ich ihr auch ganz, ganz speziell dankbar. An euch beide, Kati, Polly, fühlt euch ganz lieb gedrückt. Gleich sind wir oben, aber ihr fahrt immer mit. Kommt her. Ah. Klausen! Thomas! Wuhu! Super! 25 Kilometer, 1 Stunde 40 ab Altdorf. Kurze Pause. Thank you.
und das ist Philipp. Mittagspause. Ja. Reini, wie heißt der See? Das ist der Walensee. Walensee. Wie der Wal, das mit Zehen. Und ich könnte jetzt sofort reinspringen. Ja, gebadet bin ich schon. Haben wir auch noch. Testosteron-Spielchen, aus denen ich mich natürlich immer heraushalte. Oder Jungs? Was denn? Testosteron-Spiele mache ich nicht. Sind anständig hier.